Was geht ab, meine Z-Fighter? Osiris hier. Und heute machen wir das Dokkan-Event vom Asian Golden Freezer. Aber wirklich eine Sache außen vorweg. Ich habe gesagt, ich werde im Golden Freezer Banner, Asian Golden Freezer Banner weiterpullen. Ich hätte nämlich wirklich gerne einen als Leader, um ins Show zu casen, ein bisschen Content zu bringen fürs Extreme Z-Battle. Aber an der Stelle, Leute, also ich habe legit 1200 Stones in dem Banner von Asian Golden Freezer schon ausgegeben und habe nicht einen einzigen Asian Golden Freezer gezogen. Die Videos an der Stelle, die Videos werden nicht hochkommen zu dem, damit ihr da Bescheid wisst und sagt, ey Osiris, du wolltest doch Videos rausbringen von Banner noch, wo du ziehst. Das will ich euch nicht antun, weil da war ich echt wirklich sehr getriggert. Ich hatte fünf Dead Multis hintereinander. Ich habe aus 600 Stones 6 S oder so gezogen, darunter 4-mal Kidbu. Ich habe Kidbu, physisch Kidbu, an die 7-mal oder so gezogen. Also ihr merkt jetzt schon, wenn ich daran denke, brudel ich wieder auf und werd zu Majin, Aber, wie gesagt, an der Stelle wisst ihr Bescheid, die Videos dazu werden nicht kommen, weil ich will das euch echt nicht antun. Da war ich wirklich getriggert und das hat nicht Spaß gemacht, das anzuschauen. Selbst für mich nicht. Aber um es hier nochmal wirklich auf den Tisch zu legen, 1200 verdammte Stones für Angel Golden Freezer und ich habe ihn nicht einmal gezogen. Er ist kein LR, er hat Raids, normale Raids. Er kommt, er droppt nicht. Da merkt ihr was. Da stimmt auf jeden Fall irgendwas am System nicht. Die Stones kommen nicht von irgendwo, Leute. Ja, auch wenn ich sie günstig kaufe, ich kaufe sie. Sie kommen nicht von irgendwo. Deswegen an der Stelle, das mal beiseite geschoben. Da wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Es ist wirklich, ich hatte noch nie so ein Tief in Dokkan Battle. Für einen Charakter so deep zu gehen. Für einen Dokkan exklusiven Charakter. Ja. Egal. Egal, wir wollen heute ein bisschen Spaß haben, dennoch Spaß haben. Ich versuche dann dennoch natürlich Spaß zu haben am Game. Auch wenn es schwierig fällt, aber deswegen spiele ich gerne ab und zu zwei, drei andere Games, unter anderem Fire Emblem Heroes. Anyways, das soll ich nur noch irgendwie sagen. Das Dokument von Angel Golden Freezer, Stage 1, Stage 2. Auf Stage 1 ist auf Z-Hard und zwar droppt dort Kanda, ein Angel Freezer droppen. Er droppt als SR, man kann ihn zum UR awaken, aber er hat kein Dokkan Awakening, er droppt so, also er wird nicht zum Asian Golden Freezer etc. Stage 2, Z-Hard Super 2 kämpft gegen Asian Golden Freezer. Asian Golden Freezer selbst hat wirklich, macht Schaden, ist tanky, aber es gibt keine Passive Skill, die sein Damage reduziert. Zudem wird er ab Phase 4 nicht in der Lage sein, dass wir ihn stunnen können, heißt er wird nicht stunbar sein. Und hier steht es auch quasi schon drin. Wir sollten da wirklich eines unserer besten Teams nehmen. Teams, wo wir viel Schaden machen, viel einstecken. Da empfehle ich euch auf jeden Fall an erster Stelle euer bestes Kategorie-Team. Oder ein oder eure 120% Teams, Neo-Guard-Leader-Team. Wir werden uns gleich ansehen, die Stage, wenn wir drin sind, gegen was wir genau kämpfen. Asian Golden Freezer. 77 Medaillen vom neuen Event, von seinem Dokkan-Event braucht ihr, um ihn zu awaken. Wie gesagt, dieser Freezer hat kein Awakening, er bekommt durch seine Passive Key plus 3 auf Angriff und Verteidigung 50% für 7 Runden at Start of Turn. Angel Golden Freezer's Passive Skill 150% und Death plus 50% für ihn selbst und er verringert Super Type Allies und Enemies Attack minus 15%. Also Angel Golden Freezer selbst wirklich eine sehr gute Unit, vor allem sein Leader, vor allem seine Kategorie Resurrected Warrior, deswegen war ich so gespannt auf ihn, ich war gehypt auf ihn, ich wollte ihn ziehen, es war mir nicht vergönnt. 1200 verdammte Stones für nichts. An der Stelle literally für nichts. Vielleicht fühlt der ein oder andere mit mir, vielleicht sagt der ein oder andere, Osiris, musst du doch wissen, ist ein Gacha-Game, Zufallsgame, also ist ein Zufallsgenerator, Zahlen. Gebe ich euch total recht, Jungs, gebe ich euch total recht. Aber für einen Dokkan Exclusive Banner, für einen Charakter, 1200 Stones zu pullen und ihn, beziehungsweise zu verschwenden, zu investieren und ihn nicht zu ziehen, ist die reinste Hölle. Also manchmal habe ich da wirklich damals, als ich ein paar YouTuber von damals gesehen habe und die haben mit sehr viel Stones einen Dokkan Exclusive Charakter nicht gezogen, da dachte ich mir, okay, ja, der muss doch wissen. Da habe ich quasi auch aus dem Standpunkt aus gesehen, aber wenn man das mal selbst fühlt, das wünsche ich keinem, wirklich, also, ne. Also, da muss was geändert werden. Ich meine, ab einer Stelle hört das Spiel auf, Spaß zu machen, vor allem für die Free-to-Play-Spieler. Und wenn sie dann nicht investieren wollen, verstehe ich natürlich, warum sollte man quasi so viel in ein Spiel investieren, wenn man dadurch eh nichts bekommt. Die Rates werden nicht erhöht, das Spiel kommt einem nicht entgegen.
Und. Ab und zu kommt es da, dass der vierte Mutlisam gratis ist, das Ticketbanner bekommt, etc., etc. Aber nein, das akzeptiere ich nicht. Denn die Rates sind verdammt nochmal sehr, sehr gering und du brauchst einfach nur sehr viel Glück, um da irgendwas zu ziehen. Und Age of Gold Freeze ist nicht mal ein LR-Charakter. Er ist nicht mal ein LR-Charakter. Und 1200 Stones sind einfach nur. RIP! Aber. Ich glaube, ich habe genug abgekackt. Wir können direkt mal loslegen. Ich habe ein Shadow Dragon Saga Team. Mein Katori-Team. Eines meiner besten Katori-Teams auf jeden Fall. Müssen wir hier mitnehmen, weil, wie gesagt, Angel Gold Freezer macht sehr viel Schaden. Ist tanky. Müssen wir auf jeden Fall aufpassen, was da geht an der Stelle mit Angel Gold Freezer. Es gibt leider keine Passive, keinen Damage Reduction Skill, der uns da weiterhilft. Deswegen. Muss ich da wirklich für euch erstmal vorerst sagen, ihr müsst eines eurer besten Teams nehmen, ganz klar. Sei es ein Kategorie-Team, wäre wirklich sehr, sehr gut. Ihr habt viel Leben, Angriff, sehr tanky. Oder eines der 120%-Teams. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich habe das Shadow Dragon Saga Team genommen, weil es physisch Type-lastig ist und wir ab Phase 3-4 in den letzten zwei Runden gegen In-Type kämpfen, gegen Angel Gold Freezer. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, aber. Danach werden wir gegen Angel Gold Freezer Strength kämpfen und dann, das wird glaube ich ein bisschen schwer. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Anyways. So. Okay, keine Key. Gibt Trunks die mehr Key? Nö. Okay. Ja, Key-Probleme an der Stelle haben wir komischerweise. Also in der Rotation Shadow Dragon Saga Team. Wie rotiert ihr da am besten? Super Saiyan 4 Gogeta mit Super Saiyan 4 Vegeta in deiner Rotation und Omega-Stellung, eines der Omega-Stellungen mit Sinn-Stellung in deiner Rotation, ganz klar. Und darauf werden wir quasi, darauf werde ich das, die Rotation hin aufbauen, ausbauen, je nachdem. Ausrotieren. So, hier müssen wir echt aufpassen, weil wir haben Typennachteil, aber Gott sei Dank haben wir Vegeta dabei. Sehr gut, und da stehen doch schon die Key. Denn hier haben wir wirklich sehr gute, viele Charaktere. Shocking Speed, Vegeta, Omega-Stellung. Trunks, Elder Trunks, deswegen passt es an der Stelle. Und Leute, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, wenn ihr mit mir fehlt, wenn ihr verstehen könnt, Osadu, I've got you, ich fühle mit dir, the Shaft of No Come Battle, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr neu hier seid, lasst auf jeden Fall auch ein Abo da. Jede Unterstützung zählt an der Stelle, ich kann schon fast gar nicht mehr reden. Aber Vegeta sagt, I've got you, dude, ich hab dich. Hier hast du einen Konter von mir. Super, der Konter. Nice, nehme ich an. Gut, und jetzt kommen wir schon zu Angel Golden Freezer. Und die Rotation ist nice. Ja, mit den Omega-Shenlong, mit Sinn-Shenlong. Ihr seht schon, sie geben sich sehr gut hier. Viele Link-Skills. Shadow Dragons 25%, etc., etc., etc. Also sehr, sehr gut. Die Rotation passt so. Die andere müssen wir noch fixen. Da tun wir dann Gogeta rausrotieren. Zumal Gogeta den Typen fort. Nachteil hat gegen den Int, ganz klar. Deswegen ist das auch willkommen. Wir machen, bis jetzt haben wir echt gut Schaden gemacht. Das liegt wirklich nur an den Charakteren und an der Kategorie. Deswegen, Kategorie-Team wäre auf jeden Fall 1A hier. Ihr seht es. Also wirklich, Freeza ist eigentlich sehr, sehr tanky. Sowas schluckt eigentlich wirklich sehr, sehr gut weg. Aber die Charaktere an sich. Kategorie-Team, Leute. Kategorie-Team. Ich würde euch echt ein Shadow Dragon Saga-Team empfehlen. Oder ein Majin Buu Saga-Team. Die beiden Teams, denke ich, sollten sehr, sehr gut funktionieren hier in diesem Event. Gut, und wir sind schon in der letzten Runde. Hier können wir nicht mehr stunnen. Genau. Yes, wir können ihn nicht mehr stunnen und wir haben zwei, nice, okay, wir haben zwei physisch Charaktere. Wir sind Full Life, also Item oder so muss ich dann nicht verwenden. An der Stelle denke ich, wir sind auf jeden Fall sicher. Aber wir werden hier die ganzen physisch Ops zu Elder Trunks geben. Und ihr seht schon, Freezer greift verdammt nochmal sehr viel an. Man müsst echt aufpassen. Aber zu unserem Gunsten läuft das doch bis jetzt ganz, ganz gut. So, Dele. Leider keine Additional Attack, okay, macht nichts. Omega-Stellung, was hast du auf dem Kasten? Die Ulti von Omega-Stellung ist gerade. Omega-Stellung! Minus Energy Powerball. Nice mit dem Crit. Additional Ulti, let's go! Meine Jungs haben mich dann sagen, Mate! I've got you. Hier kriegst du eine Additional Ultis. Noch eine? Ah, leider nicht, schade. Angel Gold Freezer's Ulti ist ziemlich sehr cool. Ja, wurde alle quasi. Alle massenweise vernichtet hat im Anime. Und Elder Trunks wird das Ganze hier beenden. Mit seinem Z-Sword. Zack. Nice, mit dem Crit. Sehr cool, sehr cool. Also es war wirklich, wenn ich ehrlich bin, einfach als gedacht. Aber lag wirklich nur an der Kategorie. Aber ihr seht es dann schon. Ich empfehle euch auf jeden Fall ein Kategorie-Team. Und genau.
An der Stelle hoffe ich, ihr habt da was mitgenommen aus dem Video. Kategorie-Team, Thumbs up, wie gesagt, zum gefühlt fünften Mal. Aber vertraut mir, wenn ihr irgendein Kategorie-Team habt, dann nimmt sie und versucht das mit dieser Kategorie. Wäre gut, wenn es ein bisschen physisch typlastig ist, weil wir über zwei Runden einen Typenvorteil hätten. Ansonsten müssen 120% Teams gehen natürlich auch. Jedes Neogatli-Team sollte auch gehen. Nur außer die Tech, würde ich mal sagen. Aber da müsst ihr auf jeden Fall vorsichtig sein. Anyways, Leute, ich hoffe, das Ganze hat euch hier noch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.